Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Origins. In der letzten Folge haben wir die Hyäne umgebracht. Und ich musste direkt mal gucken, was wir jetzt hier für Quests noch haben. Warte mal, Quests. Die Maske der Echse 21. Ja, ist am naheliegendsten. Machen wir die erstmal. Dann müssen wir nach Memphis. Okay. Oh, das ist ein ganzes Stück. Okay. Dann würde ich sagen... Also drauf auf den kleinen Tod. So. Auf nach Memphis. Memphis. Wow. Shit, das Fiss muss mit. Ah. Wir haben trotzdem so ein kleines Levelproblem, ne? Immer noch. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind viel zu niedrig. Wow. Weil wir irgendwie keine Quests haben auf unserem Level. Und das, obwohl ich eigentlich jede Zwischenmission oder fast jede Zwischenmission, die mir in die Finger kommt, mitnehme. Bin mir nicht ganz sicher, was ich falsch mache oder ob das einfach nur mal so ist, dass man einfach dann zwischendurch, ja, farmen soll. Aber einfach nur irgendwie sinnlos farmen habe ich nicht wirklich Lust drauf, muss ich sagen. Mache ich lieber die Story. Naja, da habe ich sogar schon letztes Mal diese ganzen kleinen Wegelagerer mitgenommen, ne? Diese ganzen kleinen Typen da. Hey. Oh. Stirb, du Sau! Was ist dem los hier? Was ist das? Zu stark, der Bastard! So. Hey, was? Bin ich irgendwie in einem Lager gelandet? Oh. Du hättest nicht herkommen sollen! Was ist denn heute los hier? Okay. Ja, irgendwie scheint es ein Lager zu sein. Na ja, gut, dann hauen wir den alle weg. Du kannst nicht fliehen! Hier! Kann ich wohl! Nein! Verdammt! Ich töte dich! Ich reiß dir die Eingeweide raus! Okay. Hey, was? Hab ich dich! Fang den ab! Da bist du! Warte, ich komm zu dir. Ich schaff's, ich schaff's, ich hab's geschafft. Ja, komm her. Warte. So, auch weg. Noch einer. Hallo. Bring dich um! Ja, ja. Hier, tschakka. Halt, plündern. Ich weiß, es ist ein bisschen ungewohnt auf dem Pferd hier so, aber geht schon. Okay. So, da ist noch einer. Ja, ich würde gerne den Schatz hier holen. Nein. Auf wegzurennen. Stell dich. So, ciao. Hauptmann getötet, Kommandant ist tot. Dann sind noch ein paar Einzelne hier und noch irgendwo der Schatz. Irgendwo muss hier ein Schatz sein, hm? Wo ist denn der? Auch ein Gegner. Warte. Hey, was? Du kannst nicht fliehen! Was? Oh. Hey! Wahrscheinlich wird der Schatz da oben sein. Ich geh mal hoch gucken. Haben wir ja hier alle weggenascht. Ne, ich wollte eigentlich da ganz hoch, genau. Da sind wohl noch ein paar, oder? Nö, hier ist keiner. Warte mal kurz. Wo ist denn hier ein Schatz? Ein Schatz! Schatz geplündert. Mist. Uns wird keiner überrumpeln. Das nächste Gesicht, das du siehst, wird grün.
Dich zu töten wird meine erste gute Tat. Danke, bist du gut. Na komm her. Ja, du auch noch. So und so. Aua. Ich mag diese Stangenwaffe. Die ist echt super. So, aber wo ist der Schatz? Wo ist er? Der wird wahrscheinlich hier hinten sein. Vielleicht hier? Vielleicht hier? Das sieht gut aus. Ja. Eins von zwei. Achso, es sind zwei. Dann wahrscheinlich nochmal in einer anderen Hütte. Gut, dich irgendwo da. Lass mal hier gucken. Da ist einer, trägt gerade eine Leiche weg. Okay. Kohlenstoffkristall. Oh. Ja, sehr gut. Gibt's ein bisschen Bonus-EP? Stufe? Ah, reicht wieder nicht, verdammt. Tragen? Nö, will ich ja nicht. Ich würde lieber Todd haben. Aua, hässliche Hyäne, geh weg. Nee, Todd. Komm her, Todd. Warte. Da ist er schon. Ja, braver. Ganz braver, Todd. So, dann, was leuchtet denn hier schon wieder? Irgendwelche UFOs. Egal, wir reiten mal weiter. Wollt ihr eigentlich nach Memphis? Ja, komm, dich nehme ich auch noch mit. So, ciao. Okay, haben wir das auch geklärt. Kentavas Versteck. Interessant. Naja. Also eine kleine Wüstengarnison sozusagen, ne? Ja gut, Garnison ist vielleicht übertrieben, aber ein kleiner Wüstenaußenposten. Und hier sieht es auch ein bisschen so aus, als wäre hier irgendwie gleich eine Base. Okay, der ist schon tot, der Hauptmann. Interessant. Na dann. Du hättest nicht herkommen. Dafür schlage ich dich tot. Das glaube ich nicht. Na komm. Triff ihn doch. Was macht der? So. Was? Du kannst nicht fliehen. Ich bring dich wohl. So. Wo ist er hin? Dafür lasse ich dich. Hey, friss das, du Ratte. Oh. Stirb, du Sau. Nimm. Aua. Ja, gönne. Ich kann ihn treffen. So. Er verfehlt so oft, ey. Dem kleinen Reittier hier. So, zwei feine Streich und dann noch du. So. Ja, man muss ja auch die Dinge auch mal regeln, ne? Dafür sind wir ja da. Und hier ist nochmal ein Schatz irgendwo versteckt, ne? Kommandant, Schatz, naja, wir gucken mal. Nehmen mal alles mit. Ach Gott. Aua, nein. Ich hab da ausgewichen. So, weg mit dir. Weich doch aus! So, ciao! Was? Ah, so ein kleiner Mieser? Was? Ich treffe ihn nicht. So, jetzt aber. Was? Aua, du kleiner Mieser! Schweinehund! Dafür schlag ich dich tot! Ah,
Au! Es ist Alter, unehrenhaft, das ist was, was ich bei Assassin's Creed Origins überhaupt noch nicht begriffen habe. Noch immer nicht. Tatsächlich, ich verstehe es nicht. Wie kann das sein, dass dann so ein einzelner kleiner Futzelgegner einen one-shottet? Also gut, one-shot jetzt nicht direkt, aber ich meine, ich hatte ja noch, weiß ich nicht, wie viel Life hatte ich denn noch? Ungefähr 70-80% Life hatte ich noch. Das verstehe ich überhaupt nicht. Los, drauf da! Na, ach. Das verstehe ich aber nicht. Oh, guck mal, das Cooles hier. Ey. Waren wir hier schon mal? Irgend so eine Pyramide hier. Und ein paar Hyänen. Na komm. Hallo. So, zack. Geben halt kaum EP, lohnt sich halt auch. Also theoretisch, das Farm lohnt sich wirklich gar nicht, weil die EP so mega, mega, mega niedrig ist. Ich glaube, irgendwie so 0,1% oder sowas kriegst du für einen so einen Gegner. Ja, weiß ich nicht. Neue Region entdeckt. Nomos Sakara. Sakara, okay. Ja, geil, hier war ich noch nicht, glaube ich, bisher. Das ist, sieht aus wie so eine... Ja, so ein bisschen wie so eine Ziggurat, ne? Eine Treppenpyramide quasi. Cool. Auf der Mauer laufen? Ja, nice. Oh. Das sieht geil aus, ne? Ein bisschen zerfallen. Da ist der Mond. Hier unten sieht aus wie. Es sieht wirklich aus, so ein bisschen wie die etwas moderneren Fabrikgebäude, ne? So Fabrikhallen, so Flugzeughallen. Ja, 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 die alten Ägypter. Wer weiß, was sie damals wirklich alle so konnten. Auf der anderen Seite sieht sie auch wiederum sehr, sehr verlassen aus. Was ist mit dir los? Hey. Hallo! Stufe 22, scheiße. Aber 22 ist auf jeden Fall ein bisschen zu hoch für mich. Muss ein bisschen hier rumgucken. Das sieht wirklich aus, ne? Wie so Fabrikgebäude hier. Hm. Nice. Okay, naja, wir gehen mal hinten weiter. Ah ja, von euch will ich nichts. Geht weg. Jetzt hab ich dich! Naja, ja, ich hau mal ab. Ein leichter Schuss! Ich hau mal ab. Tschüss. Oh. Hier runter irgendwie. Da sind die Pyramiden wieder. Alles klar. Sind wir ja gleich da. Da ist Memphis. Seht ihr es auch schon? Ist das nicht schön? War aber auch immer wieder cool, wie einfach mitten in der Wüste dann so eine Oase da ist, ne? Und da ist dann so eine fette Stadt mit weißen Mäuern und Gebäuden und dies und jenes. Memphis. Ich sollte direkt mit Pascheremta sprechen. Er ist vermutlich im großen Tempel. Sprich mit Pascheremta im großen Tempel. Ja, machen wir natürlich, aber erstmal schauen wir uns natürlich hier um in Memphis. Oh. Neue Orte entdeckt. Ja. Hayek! Wow. Hast du Daten hier? Okay. Also ein bisschen hier umsehen. Memphis. Eine schöne Stadt. Aber sie riecht wie ein Schlachtfeld. Oder ein Grab. Das ist nicht so schön, aber das sieht cool aus da. Aus dem Weg! Eine Missgeburt, was soll das werden? Hinten sieht ein Gewitter auf. Oder? Sieht irgendwas so aus? Oh, wahrscheinlich eher ein Sandsturm. Was? Was, Magi? Ja, das bin ich. Magi! Komm her! Ja? Was will dieser Schiffer? Herr Haru?
Magi, komm und setz dich zu mir. Ja, ja, wartet, ich muss erstmal da hochkommen. Nicht verfügbar? Hier drüben. Ich habe einen Vorschlag zu machen. Ja, ja, aber... Magi, aber... ich rede mit dir. Setzen? Ah, okay. Würdest du mich akzeptieren? Dann gebe ich mir einen Titel. Wie wäre es mit Tutmosis der Furchtbare? Ich reise allein. Natürlich. Hast du das vom Palast gehört? Von den Horden von Krokodilen dort? Schrecklich. So viele Tote. Ich wurde angeheuert, die Bestien zu erschlagen. Doch jemand reizt sie, indem er Blut ins Wasser kippt. Und du willst meine Hilfe? Ja, ja. Dir macht ein Krokodilbiss so viel aus wie anderen ein Bremsenstich. Töte die Krokodile beim Palast und mein halber Lohn gehört dir. Was sagst du, Magi? Ich bin ein guter Krokodiletöter. Ach, ich wusste, auf dich ist Verlass. Magi der Mächtige, Magi der Majestätische, Magi der... Vergiss es. Am Nordrand der Stadt gibt es eine verborgene Höhle. Triff mich dort heute Nacht. Moment. Krokodil reimt sich auf Besenstiel. Das merke ich mir. Oh Gott, bitte, bitte nein. Vergiss es wieder. Das ist ein ganz, ganz schlechter Reim. Guck mal, er fährt uns ein bisschen durch die Gegend. Das ist ja lustig. Oh, das mache ich mal mit so einer kleinen Stadtrundfahrt hier. Das ist auch schön. Muss auch mal sein. Ich finde es immer wieder eindrucksvoll, wie sie alle diese ganzen Gebäude hierhin gebaut haben und alles so schön belebt ist auch, weißt du? Richtig, richtig cool. Das ist sehr, sehr cool alles. Gucken, wo der hinfährt. Wahrscheinlich fährt er hier einmal im Kreis rum und das Ding so ein bisschen. Weil wirklich einen Meeranschluss oder Nilanschluss haben die ja nicht, ne? Oder? Können wir gucken hier auf der Map. Karte. Ah doch, ah, okay. Also hier fließt der Nil doch durch. Alles klar. Oder ist es der Nil? Weiß gar nicht. Na, guck mal, wir haben noch so viele Gebiete noch nicht bereist, ne? Ja, wir haben da ganz schön viel vor uns. Aber ungefähr so die Hälfte der Map haben wir jetzt schon durch. Insofern, ich glaube, wir sind noch ungefähr bei 50% des Spiels angekommen. So in etwa, ich weiß es nicht genau. Aber ist auch eigentlich egal. Na gut, ich steige hier mal wieder aus. Und dann gehen wir dann da vorne mal. Gut, wir sollen ja eigentlich dahinter, ne? Komm, wir gehen mal hier raus. Gehen hier mal lang. Na, da wollte ich eigentlich nicht hoch. Entschuldigung. Ah, ich hole nur kurz Todd ran. So, na komm, mein Freund. Auf geht's. Komm ich denn da hoch? Nehme ich die Straße hier? Ah, das sieht gut aus, ne? Das sieht gut aus. Neue Orden entdeckt, Tempel des Ptah. Ptah. Ich bin nur so lange hier, bis meine Lehrzeit als Steinmetz beendet ist. Du hast Glück, dass du hier keine Familie hast. Früher mochte ich Memphis, aber... Ja, red nur weiter. Ich störe nicht. Ich glaube, die wollen keine Zuhörer. Ich bin nur so lange hier, bis meine Lehrzeit als Steinmetz beendet ist. Naja, egal. Gehen wir hier rein. Finde in der Nähe den versteckten Papyrus. Okay. Ich will wirklich nie mehr wieder eine verdammte Blume sehen. Sharek, räum hier alles auf. Ich reite hier einfach mal durch, ne? Mit meinen dreckigen Hufen. Weg da, weg da. Was denkst du dir dabei? Achtung. Du. Du gibst mir die Schuld, du Feigling? Du, der du dich die letzten 3 Tage hinter verschlossenen Türen verkrochen hast? Komm schon, ich komm schon. So. Vielleicht fehlt noch ein Teil des Rituals.
Ich will nichts mehr davon hören. Glaube mir bitte, wenn unser Kind stirbt, sterbe ich. Nein, mein Lotus, sag bitte nicht sowas. Ich suche jetzt den Seher auf. Jetzt lass mich in Ruhe. Priester. Ach, Bayek. Tut mir leid, ich, Ich suche nach der Echse. Oh, die Echse. Eine weitere Plage für Memphis. Diese Stadt verwelkte unter einem finsteren Fluch. Krankheit, Pestilenz, in der Luft der giftige Gestank. Der Apis-Stier war so krank, dass er fast starb. Die Götter haben uns verlassen. Die Menschen erwarten Antworten von mir, aber ich bin doch genauso ratlos. Pasch! Apis, wie haben wir dich nur erzürnt? Pasch! Der Fluch trifft sogar mein eigenes Haus. Meine Frau Timotep hatte bereits 3 Fehlgeburten in diesem Jahr. Sie ist wieder schwanger, aber wenn sie das 4. verliert... Ich sehe mir den Fluch mal an. Der Seher meiner Frau kann helfen. Sein Haus liegt im Südwesten. Wenn die Götter verantwortlich sind... Kniee ich neben dir und erwarte ihren Richterspruch. Der arme heilige Apis. Dem geht's ja gar nicht gut, hä? Das ist der Stier hier, der heilige Apis. Tja. Eine böse Seuche hat das Dorf oder die Stadt Memphis heimgesucht. Da müssen wir mal sehen, was wir da tun können. Auf jeden Fall müssen wir zum Haus des Sehers und mit Timotep sprechen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich.